Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass der FC Bayern München den englischen Starstürmer Harry Kane verpflichten möchte. Allerdings ist der Transfer vorerst in weite Ferne gerückt. Das deutete auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Sport 1 Doppelpass an. Das ist ein grandioser Spieler, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Größenordnung ist, die der FC Bayern bezahlen will oder kann, betonte Hoeneß. So sei nicht nur der FC Bayern, sondern auch andere finanzielle Schwergewichte wie Manchester United an einer Verpflichtung interessiert. Doch nun kommt es sogar ganz anders. Laut einem Bericht des Portals The Athletic soll sich Kane einen Verbleib bei seinem aktuellen Verein Tottenham Hotspur vorstellen können. Angeblich habe Kane die Vertragsgespräche mit seinem Heimatclub wieder aufgenommen, sein aktueller Vertrag dort noch bis 2024. Angeblich soll er sich eine Verlängerung vorstellen können, wichtig soll dabei aber vor allem die Aussicht auf Titel sein.